Okay. Auf, ins Gefecht. Kann ich das Kraut essen hier? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist, ehrlich gesagt. Brennstoff. Klospülung. Eine Kiste. Wir haben den Krähenschlüssel, verdammt. Wir haben den Krähenschlüssel. Nice. Hammer. Sehr gut. Wir haben den Krähenschlüssel. Damit können wir auf jeden Fall erstmal ins Haus gehen nachher. Ins große Haus. Bevor wir hier hochgehen, weißt du? Hab ich das echt abgebrannt? Kann man die komplett zerstören? Nein. Das wäre mir neu. Okay, sie eiert da rum. Ich höre sie. Die alte Gewitterhexe. Mann! Wie sie einfach nicht anbrennen will hier. Was ist sie? Brennsicher oder was? So. Puh, okay. Wir gehen erstmal zurück, wollte ich sagen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Er leckt. Das heißt, er lädt irgendwas. Er lädt irgendwas, heißt, da kommt irgendwas. Wir laden mal ganz kurz nach. Ich packe mal meine schöne Flinte aus hier. Okay, wir haben den Rahmenschlüssel verdammt. Das ist super. Das ist richtig, richtig gut, Leute. Weil es gab nur mal einige Punkte, wo wir den Rahmen gebrauchen konnten, weißt du? So, haben wir denn irgendwas, was hier erstmal weg kann? Die Munition kann erstmal weg. Was ist das? Brennerkraftstoff. Komm, und die 17 Schuss brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Die Kurbel kann wahrscheinlich... Ah, wobei, nimmt nur einen Slot weg. Heben wir erstmal auf. Heben wir erstmal auf, Leute. Heben wir erstmal auf. Das kommt da hoch. Den können wir kurz wegpacken. Dann haben wir da wieder einen Slot frei. Die Münze kann weg. Okay, dann haben wir hier wieder ein bisschen Platz. Sehr gut. Okay, dann speichern wir direkt einmal. Können wir hier schon irgendwas machen? Nee, ne? Ich weiß auch nicht, was das... Also, das ist gut. Das ist auch gut. Ich hätte beides gerne. Da steht auch was, aber ich kann es nicht lesen. Was? Ach so, Steroide. Erhöhen maximale Bla. Aber wie kriegt man die auf? Also ohne Witze, normal einfach aufs Schloss schießen und Ende, weißt du? Wo ist das Problem? Okay, wir gehen jetzt hier nochmal rein, liebe Leute. Wir gehen jetzt hier nochmal rein ins Horrorhaus, denn wir haben die Krähe. Mit der Krähe kommen wir doch ein bisschen weiter, hoffe ich. Problem ist natürlich, ich weiß nicht, was uns hier oben erwartet. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet, Leute. Und ich weiß nicht, ob ich mich da wirklich sicher fühlen sollte. Ich meine, Vorteil natürlich, wir kennen uns hier aus im Haus. So, warte mal, irgendwo, wo ihr das Krähen lässt. Ich guck mal kurz auf die Karte. Da hinten, Vorratsraum. Eingangshalle, Überwachungsraum. Wir sind wieder zum Eingang. Nee, halt. Warte mal. Das ist da. Okay, wir müssen nochmal runter. Ich habe mich vertan. So, wir müssen jetzt hier da hoch. Nee. Hä? Wie war das denn nochmal? So, das war Schlafzimmer der Eltern. Da brauchen wir eine Schlange für. Wir müssen in den Vorratsraum rein. Ach, darum, genau. Einmal hier geradezu. Halt. Hier. Ne, da durch. Boah, ich hoffe, dass wir keinen Besuch bekommen. Oh, war doch falsch. Wir müssen da lang. Genau. Ah, Orientierung verloren. Es ist einfach ein großes Haus, verdammt. So, hier, genau, hier. Dann da durch. Einmal hier rum. Da lang. Bah. Es knistert noch vor sich hin. Boah, da juckt mein Näschen direkt. So, ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben, wenn wir einmal hier sind. Ein Stück Heilung oder so wäre super. Da ist die Krähe, Leute. Da ist die Krähe. Oh yeah. Der Krähenschlüssel steckt. Hallöchen. Was bist du denn? Ein schöner Granatwerfer. Na, das kommt mir natürlich sehr gelegen.
Sehr, sehr gelegen sogar. Sehr gut. Festbrennstoff. Liegt hier noch irgendwas? Hier sollten wir uns wirklich etwas genauer umsehen. Da oben ist nichts weiter. Und hier nochmal rein, in jede Ritze am besten. Aber wir haben alles, sehr gut. Okay, nice, nice, nice. Also, wir haben jetzt einen Granatwerfer, einen selbstgebauten Granatwerfer. Kann verschiedene Arten von Munition verwenden. Und wir haben tatsächlich auch schon hier Flammgranaten. Und wir haben ja vorhin auch schon was gecraftet. Also, auch das können wir verwenden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Wir haben noch die Krähe. Haben wir noch im Inventar? Haben wir, okay, super. Das heißt, wir können noch ein weiteres Krähenfenster oder eine Krähentür öffnen. Die Frage war, wo war noch eine Krähentür? Das ist eine Schlange. Irgendwo war noch eine, ich bin mir ganz sicher. Wir hatten zwei Stück. Oder war das echt nur in dem einen Haus? In dem, wo wir gerade herkommen? Ich weiß es nicht. Ich bin aber eigentlich, hatte noch irgendwo eins gesehen. Habe ich irgendwo eine Tür vergessen anzuklicken? Ich guck mal. Also grün heißt, blau heißt in dem Fall, ich habe die Türen angeklickt, ne, ist alles gut. Grau heißt in dem Fall, ich habe die Tür nicht angeklickt, da kann sonst was vorsitzen. Aber ich würde fast sagen, das passt so. Und was war das hier? Also da braucht man einen Schlüssel für. Küche. Okay, da brauchen wir auch nicht rein, das ist klar. Ganz oben nochmal gucken. Ach, halt. Ganz oben ist hier. So, da. Freizeitraum, Badezimmer. Nee, da können wir auch nichts machen. Okay, dann gehen wir einmal zurück. Boah, ich brauche noch Heilung oder sowas. Ich brauche echt noch Heilung. Wo waren wir denn hier? Ach so. Ich brauche gar nicht langlaufen. Hier hatten wir auch alles erkundet, ne? Oder? Hatten wir nur irgendwas liegen gelassen in der letzten Folge oder vorletzten Folge? Nee, ne? Ich glaube, hier waren wir sehr gründlich. Den haben wir auch rausgeholt. Boah, irgendwas knistert hier. Guck dir den Truthahn an, ey. Geil. Da hängt da erstmal so ein fetter Truthahn an der Wand. So was gibt's nur in Amerika. Okay, warum zur Hölle laufe ich hier mit einem ausgerüsteten Granatwerfer rum? Macht keinen Sinn, ne? Spreng mich noch selbst in die Luft damit. Ich sehe es kommen. Boah, ich das? Waren das meine Fußtritte? Irgendwas ist hier. Den Dietrich haben wir nicht mehr, ne? Ne, Mist. Das ist doof, dass man Dietrich immer nur einmal gebrauchen kann. Das ist echt doof. So. Haben wir uns den erstmal entledigt? Ist okay, können wir später nochmal drauf zurückgreifen. Wenn wir ihn benötigen. Können wir nochmal telefonieren? Nee, ne? Okay. Das heißt tatsächlich, müssen wir der Krähe jetzt auch... Wir sind hier nicht alleine. Warte mal. Hier hinten war doch noch irgendwas. Wo war das? Ne, hier hinten in der Ecke war das, ne? Oder? Ne, hä? Irgendwo in der Ecke war noch was. Nur wo? Naja, gut, egal. Komm, wir speichern nochmal ab und dann gehen wir zurück. So. Zack. Aber wo war denn das geheime Versteck, was wir gesehen hatten? Wo war das geheime Versteck? War das hier? Da mussten wir irgendwo durch den Busch rennen, oder? Sind wir da irgendwo hingestoßen? Hier war es auch nicht. Ich bin mir sicher, das war hier irgendwo. War das hier? Dreh ich schon durch? Krieg ich schon Halluzination? Na egal, komm, wir gehen erstmal weiter. Wir gehen wieder zurück in das verrückte Haus mit der verrückten Mutter. Der verrückten Familie hier, ey. Ohne Witz.
Kein Wunder, dass sie keinen Besuch kriegen. Jedenfalls keinen Freiwilligen. So. Und wir können jetzt tatsächlich hier gucken. Boah, ich will gar nicht. Ah, nein, 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 nein. Das wird uns wieder umbringen, ey. Das wird uns wieder umbringen. Da hängt ein Zettel an der Wand. Alter! Du bist so eine Bitch! Du bist so eine dreckige Bitch, ey. Ohne Witz! Ich... Tschüss! Oh. Ja. Scheiße. Okay, du kleiner Schwanzlutsch. Halt deine Fresse! Ich hab die Schnauze voll von dir, junger Mann. Denkst du, kannst einfach reinschrampeln und dich an meine Familie vergreifen? Ja, warum nicht? Na toll. Ich werde hier von den scheiß Fliegen getötet. Kann doch nicht wahr sein. Komm. Du wirst in diesem Loch sterben. Fuck, ich werde hier wirklich sterben. Fuck it. Oh nein, 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 nein. Okay, das war's, Leute, das war's. Machen wir uns nichts vor, das war's. Ich hab die falsche Waffe einfach dabei. Ich hätte den Flammenwerfer mitnehmen sollen. Ich hätte den Flammenwerfer mitnehmen sollen. Komm, bringst du Ende? Ich weiß, können wir auch neu laden. Da macht so keinen Sinn, weil da verballert das einfach zu viel. Dann gehen wir nochmal zurück zum Haus, holen uns den Flammenwerfer und dann gehen wir da nochmal rein. Ne? Kamikaze-Angriff hier. Bringt dir alles nichts. So, Mädel, ich brauche meinen Flammenwerfer. Wie sieht's aus? Wo ist er denn? Da, Brenner. Gib mir mal einen Brenner, verdammt. Ich hab da was vor. Komm, das kannst du erstmal wegstecken. Das behalten wir. Festbrennstoff. Schießpulver. Flammengranaten. Brennstoff. Kommt mit. So. Jetzt gucken wir ganz kurz, können wir was Schönes craften. Da fehlt uns das Kraut. Wie viel haben wir denn davon? Eins. Okay, nee, dann behalten wir das erstmal. Dann kann das hier nämlich erstmal rein. Zack, alles. Das Festbrennstoff. Ah, lassen wir erstmal. Okay. Gut, ich würde sagen, besuchen wir die ganze nochmal. So eine Idee. Geil. Entschuldigung. Jetzt haben die Münzen wenigstens mal einen Sinn. Wie geil ist das denn bitte? Geil, 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 geil. Und wir haben noch welche über. Sehr schön. Dann nehmen wir die direkt mal. Und zack, rein damit, mein Freund. Dann erhöhen wir unser Leben erstmal richtig schön. So, ein Coin noch reinstecken. In den Schlitz. Und dann haben wir das auch offen. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. So, okay, dann nehmen wir die noch mit. Entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen können. Wirkt dauerhaft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hammer! Okay, dann haben wir das. Achso, warte mal. Die Münze kam wieder weg. Zack, rein damit. Dann können wir hier einmal abspeichern. Und dann gehen wir einmal zurück. Und ich würde sagen, jetzt kann die Alte sich ganz warm anziehen. Also so richtig heiß, weißt du? Und das nicht in Strapse oder so, sondern tatsächlich hier in ihren schönen alten Oma-Schlappen. Weil der baller ich jetzt hier rüber weg. Warte mal, ich überlege gerade. Lassen Sie mal noch. So. Vorsichtshalber, ne? Haben wir zumindest genug Munition mit unserem Flammenwerfer. Weil man weiß natürlich nie, was da passiert. Können wir irgendwann mal alle sein hier. So, okay. Nicht erschrecken, Leute. Ne? Bro! Ich will den Zettel noch lesen. Gib mir den Zettel. Ich hab dir gesagt, du darfst hier nicht rein.
Aber Mutter! Und jeden Schritt, den sie tätigt, stürzt der Boden ein hier. Entweder ist das Haus sehr marode oder es ist verdammt schwer. Man weiß es nicht genau. Okay, du kleiner Schwanz. Ihr haut mal bitte ab. Ich hab keine Zeit für euch. Ja, ja, komm. Ich hab doch was für dich. Bitteschön. Komm, lad nach, lad nach, lad nach. Du saust dir noch was. Nimm dich rot. Nimm dich rot. Ab in den Tod. Ja, ja, alles gut. Hier. Bitteschön. Komm. Nimm deine Kackfliegen auch noch mit. Jetzt kriegst du wieder einen schönen Schuss Schrot in den Arsch. Oder ins Gesicht. Ah, nicht zu mir, du alte Ekelhafte. Sie gehört mir, meine Lampe. Bah, irgendwie löst du dich gerade so ein bisschen auf. Bah, Alter, was ist hier los? Ich will hier raus, verdammt. Lass mich hier raus. Ich will nicht mehr. Aber erstmal gucken, ob es noch was... Ih, wir müssen hier echt raus. Wir müssen hier echt raus. Das frisst uns auf. Puh. Scheiße, ey. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Unglaublich. Unglaublich. So, okay. Kurz alles nachladen. Wir haben wieder schön viel Platz im Inventar. Das ist super. Wie erschreckt mich hier nochmal jemand? Wo kam der denn her? Ich hab doch um die Ecke gelunscht. Na gut. So, ey. Du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nachdem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du, mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich. Armselig. Aber immer so herabschauen auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig. Armselig, armselig, armselig. Wenn du mein Alter auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie dir als Steak. Bekommt Hühnerbrust eine ganz neue Bedeutung, oder? Okay, hier haben wir schon einmal reingeguckt und ich würde sagen, lasset uns tun. Steck den Rabe da rein. Wir müssen zum Altar auf jeden Fall. Mach doch die Tür ganz auf. Das ist der Altar. Das ist der Altar, Leute. Das ist der Altar. Oh mein Gott, da geht's auch noch hoch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was zum? Was? Target acquired? Betreffend des Serie-Serums. Den folgenden Objekten in der Lage, Serum synthetisieren. D-Serie Gehirnnerv, D-Serie Peripherie. Ich glaube, das ist es. Nerv. Aber was ist was? Alter, ist das ekelhaft. Das ist so festgemacht. Ich glaube, das will irgendwann mitkommen. Zoe, bist du es? Scheiße, ey. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay, schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Scheiße, ey. Was zur Hölle? Was nochmal zur Hölle soll das? Oh mein Gott, okay. Wir müssen jetzt hier weiter. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich habe echt gerade ein bisschen Schiss. Aber hier... Okay, wir haben ja auf jeden Fall ein... Ach du Scheiße. Zimmer für Hausarrest ist natürlich auch sehr geil. Gucken uns jetzt hier erstmal in Ruhe um. Erste
Hilfe-Arzneimittel ist auch sehr gut. 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensause und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Habe das Geschenk in den geheimen Raum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Also es geht um einen geheimen Raum. Im ersten Stock. Wir sind im ersten Stock, ne? Genau. Der muss hier irgendwo sein, der Geheimraum. Hier haben wir noch eine Puppe, eine Voodoo-Puppe oder sowas. Bah. Was ist das? Eine Ratte oder eine Katze oder... Alter, das ist ein bisschen ekelhaft. Lass mal drin liegen. Würde ich jetzt ungern mit mir rumschleppen. Okay. Oh, da ist eine Laterne. Okay, wir haben hier eine Mütze gefunden. Was soll ich damit verwenden? Da fehlt ein Gegengewicht. Kurbel? Nee. Muss irgendwas daran hängen. Nur was? Was könnten wir daran hängen, Leute? Was könnten wir daran hängen? Ich hab nichts. Ich häng mich selber dran. Tiere oder das Tier oder die Voodoo-Puppe. Konnte man nicht mitnehmen, das ist das Problem, oder? Nee, kann man nicht mitnehmen. Kann man auch nicht mitnehmen. Wäre cool gewesen, ne? Einmal dranhängen und fertig. Aber das wäre natürlich auch zu einfach, ganz klar. Aber was sollen wir dann da dranhängen? Was sollen wir da dranhängen, Leute? Vielleicht die Laterne von ihr. Sie ist doch da unten gestorben. Ich jag dir nochmal eine Kugel da rein. Mutter? Bist du jetzt sauer auf mich? Oh, sie ist da unten ausgebrochen. Läuft! Alles klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, warte mal. Haben wir jetzt Laterne? Wo ist denn die scheiß Laterne hin? Hier lag doch eine Laterne! Oh nein, dein Ernst. Teufel. Das ist neu. Ja, das ist mir auch wirklich neu. Verdammte Scheiße. Guck mal, die hat hier so ein Sekret hinterlassen. Was hat die getan und mit wem vor allem? Scheiße. Warum soll es hier so ein scheiß Tunnel? Ich würde sagen, das klären wir in der nächsten Folge, Leute.